Moin! Leute, willkommen zu einem neuen Video, in dem Nico, Falco und ich nur Limited Edition Produkte essen und trinken. Let's go! Habt ihr Bock? Ich habe Bock. Hunger. Ich habe einen Magen, in den jetzt einiges reinpassen würde. Alles in uns rein. Warum reden wir mit Pausen? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, viele Leute hassen das. Ich habe das schon öfter gehört. Mancherie ist entweder ein beliebtes Produkt oder ein extrem gehasstes Produkt, weil das ist halt mit Alkohol drin. Ja. Ich bin dazwischen. Ich liebe es nicht, ich hasse es nicht, ich mag es auch. Ich würde sagen, ich habe es noch nie gegessen. Weil ich mich kontrolliere. Winterpunsch Edition. Mm. Auf Weihnachten angelehnt. Okay. Winterlich, fruchtig, zimtnelkig, geschmacklich. Warum hast du das so ausgedrückt? So winterlich? Jawohl! Okay. Einverstanden. 15 Pralinen sind hier drin. Präsentiert sich gut. Oh, diese Packaging. Diese Packaging. Jog. Let's go. Okay, warum sind da ein paar eingepackt, ein paar nicht? Das ist auf Design. Nee, die sind anders, oder? Nee, die sind gleich. Die sind gleich. Oh. Wir haben aber ein bisschen gespart auf Nachhaltigkeit. Oh. Riecht schon, es duftet halt nach Alk ein bisschen, oder? Der Kakao. Ich mag die, also ich mag die normalen. Ich bin gespannt, wie diese Winterbrunsch, die schon in mich reingeht. Weil ich sie noch mehr liebe als sonst. Ich glaube, viele stören diese eingelegte Kirsche da drin, weißt du? Merkst du diese Kirsche? Also es gibt diese andere Konsistenz, also nur Bonus. Kleine Bonus. Was, Bruder? Nee? Für mich ist so ein nee. Nee? Muss nicht. Nee. Ich sag mal so, ich hab Gänsehaut. Es war so ekelhaft. Ist ein gutes Zeichen. Es war echt nicht gut. Vielleicht musst du noch eins probieren, um auf den Geschmack. Das ist man nicht. Ich glaube das nicht. 2-1. Ich mag's. Magst du? Mhm. Echt? Es ist wie mit zuckerfreien Getränken. Entweder man liebt es oder man kann es nicht. Boah, ich weiß nicht. Ich mag nicht dieses zu flüssige in dieser Schokolade und so. Die Kirsche ist okay, aber dieser Alkohol weiß ich nicht. Aber ist doch geil, wenn du beißt rein und kommt diese Flüssigkeit raus. Das ist so ein geiles. Boah, ich weiß nicht. Irgendwie, also bin ich kein Fan von, muss ich sagen. Ich merke auch schon was von diesem. Ey! Also für mich ist das eine 7 von 10. Boah. Für mich ist das ein. Circa 0. Mehr Nein als ja. Aber wie viel so? 1 bis 10. Boah, 6. Boah, ich sag ehrlich, ich glaube für mich ist es eine absolute 1. Nicht meine 1, für mich ist es eine 0. Also es ist wirklich so schlecht, ich würde es nie in meinem Leben essen. Selbst wenn ich nur noch das zu Hause habe, ich würde es nicht anfassen, wirklich. Okay. Es wird so offen liegen, ich würde es nicht essen. Wie steht ihr zur Mancherie? Ich weiß, einige hassen das. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung und Kommentare. Ich finde es gut. Ich behalte das. Ich sag mal so, der Hass ist auf jeden Fall berechtigt. Ja. Ich verstehe das auch. Besser für mich. Dieser Gönnjamin. Oh. Aber ihr seht schon, die macht so diese Zack, diese Unauffällige, dass er weggeht in die Tasche rein. Oh, sag mal, du machst den Falco. Ja? Wieso gibt es nicht eigentlich so andere Namen? Gönnen in Verbindung. So ein Gönnemert oder Gönhard wie Reinhard. Gönhard ist ab jetzt ein Wort, was ihr auch benutzen müsst. Das ist so, wenn man sich hart etwas gönnt. Gönhard gönnt einem hart. Starbucks, diese Chocolate Hazelnut Flavor Cappuccino. Seid ihr so Starbucks-Gänger? Sagt ihr so, ich liebe Starbucks, ich stehe hinter Starbucks? Dieser Kaffee. Früher ja, weil ich hatte sogar früher diese Kundenkarte. Wenn du bezahlst, kriegst du so Punkte, kannst du sammeln und kriegst irgendwann einen Kaffee umsonst. Aber Bruder, weißt du, was mittlerweile ein Starbucks-Kaffee kostet? Wie viel? Bruder, halbe AdSense-Einnahmen vom Monat. Es ist halt wie eine Sekte. Du setzt dich da rein mit deinem Laptop. Ja, du holst dich Coworking Space und beantwortest ein paar E-Mails. Ja, ich verstehe das schon. Das Beste ist ja dieser Papierstrohhalm. Also das muss ich auch sagen, ist das Beste, was Deutschland je gemacht hat. Also Schlauste. Das ist so geil, dass wir den Papierstrohhalm in einer Plastikfolie haben. Das ist so geil. Also wir hätten nicht lieber die Folie durch Papier ersetzen können und den Strohhalm lassen können. Nein. Oder einfach, Bruder, du machst so. Fertig. Was ist das? Du hast gar nicht gesagt, was ist? Haselnut. Hab ich gesagt, Haselnut. So, Kaffee da drin, mache ich immer so Haselnut und ein bisschen Kakao, Schoko rein. Du pimpst immer, ne? Und Cheesecake und Cheesecake ist auch so ein bisschen rein. Ja, okay. What the fuck? Wenn das da arbeitet, ist immer so Cheesecake und Hot Chocolate. Und dann dippst du rein. Falkos Philosophie ist, es gibt kein Produkt auf der Welt, was von alleine funktioniert. Man muss es... Man kann pimpen. Aufbessern. Immer versuchen, das so aufzupimpen. Was wolltest du das letzte Mal Kimchi in Obstsalat reinmischen? Wie könnte man Kimchi nochmal
noch heftiger machen. Ja, ist lecker. Mit Ingwer. Mit Ingwer. Kimchi und Obstsalat wahrscheinlich. Ich muss sagen, es ist lecker. Ja, für ein Fertig-Kaffee-Produkt. Ist ganz okay. Kann man. Der gefällt dir. Ja, ich mag diesen Milchtaste nicht ganz. Deswegen eher so eine 4 von 10, würde ich sagen. Na, ich sag ehrlich, das ist so eine, 6 von 10. Was? Ich gebe dir in eine 3, weil... Was? Ja, das ist ein Fail für mich. Also, es schmeckt so wie so ein... Du hast einen Kakao, heißes Kakao, und du lässt es da einen Tag liegen. Und abends schmeckt es so. Direkt so, Hot Chocolate. Hot Chocolate. Dieses Carrot Cake. Carrot Cake. Wie kann es sein, dass er alles, was Falco sagt, lustig ist? Diese rote Auto. Carrot Cake. Carrot Cake. Diese rote Ferrari. Carrot. Okay, dann verstehen wir uns hier nicht ganz bei diesem Produkt. Da sind wir uns nicht einig. Zieh mal jetzt was draus, wo wir uns alle einig sein werden. Das sind Limited Edition Produkte. Ja. Das Konzept verstanden, oder? Ich habe sie selbst noch nie probiert. Oh, ja. Aber du kannst ahnen, so, das aber sollten wir alle feiern. Genau, was ahnst du? Ahnst du? Ist das wieder da oder was? Ahnst du? Ich glaube, das war schon da. Das war schon vorbei, oder? Ja, ich glaube, ich kam irgendwie ein bisschen zu spät. Ich merke schon, die Enttäuschung ist hier ein bisschen in der Luft. Ich möchte die Stimmung auch besser. Oh ja, und zwar habe ich hier diese Pringles Limited Editions mit Passport Flavors. Warte mal, es schmeckt nach Ausweis. Ausweis? Warte. Passport Flavor? Was ist das? Könnt ihr mich aufklären, was das bedeutet? Oder? Deutsche Reisepass. Auf jeden Fall ist hier einmal Steak Frites. Fritz. Ja. Und Steak einmal Hummus. Roasted Pepper and Hummus. Hummus. Hummus? Oh my God. Wir probieren mal. Roasted Pepper and Hummus. Bruder, ich glaube, die machen sich einfach lustig über den Pfeffer und das Hummus. Ja, ne? Das wurde geroastet. Ich bin kein Fan von Pringles, muss ich ehrlich sagen. Die schmecken alle gleich. Ich war ein Fan davon. Da haben sie viele verschiedene Sorten ausgebracht, aber ich fand nichts davon gut wie dieses Original. Das Coolste ist halt die Aufmachung und dass es so alle das gleiche aussieht, ja. Ne, Stapelchips und so. Aber es schmeckt pappig, finde ich meistens. Mhm. Aber Geruch ist gut bei dir. Okay. Boah. No. No. Aber nee. Gute diese, oder? Unsere sind gut. Mhm. Boah, die sind gut. Oh, ist runtergefallen. Runtergefallen. Das ist schon fast eine 8 von 10. Boah. Ich bin gerade. Für mich ist das so, nee, 1. Ich schmecke auch kein Steak raus. Schlimm ist das nicht. Okay. Aber es hat einen komischen. So ein Nebentaste, eine Sidequest. Es ist dieses Steaköl, was auf die Pommes kommt. So. Mhm. Ja. Also findest du die auch besser? Ja, ja, ja. Ich würde auch sagen, das ist ein bisschen besser. Ja. Aber das ist so schlecht. Ich würde dem sogar, der kriegt so eine 6 von 10. Aha. Und das ist schon so eine 8 von 10, muss ich sagen. Mhm. Also der ist schon sehr gut, muss ich sagen, oder? Für mich auch, das ist mindestens eine 7. Und das ist für Pringles schon das Höchste, was man erreichen kann. Das ist echt lecker, no joke. Und das wäre eine 5. Ja. Für mich 7, 2. Boah, was? Die sind halt noch nicht aufgepimpt. Dann noch ein bisschen Ingwer dazwischen. Noch ein bisschen Big Mac. Hier muss man noch ein bisschen echtes Steak dazu tun. Diese Wagyu. Und dann dazu Soße. Die Chips so als Topping. Die kommen auch geil, finde ich, wenn man sich so zerbröselt und auf irgendwas so als Topping drauf macht. Auf Pasta, ne? Zum Beispiel. Machen wir weiter mit dem nächsten Limited Edition Produkt. Ich bin gespannt, wie feil und... Oh! Bogen! Oh! 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 Ey, Freunde! Das sehe ich schon. Wir müssen ganz kurz eine Sache klären. Wir haben Kinderpinguin. Haben wir? Wir haben Milchschnitte. Ja, haben wir manchmal, ja. Wir haben Hippo. Hippo? Hat man. Wir haben Maxi King. Oh. Und wir sind uns einig, dass Maxi King das Maximum ist. Hä? Also. Es ist ja schon im Namen. Yeah. Maxi King. Aber es ist auch vielleicht ein bisschen Beeinflussung. Ich finde, Maxi King schmeckt so krass. Das Original ist schon, aber jetzt habe ich hier dieses Salted Caramel. Genau 3 Stück. Oh. Ey, eins für dich. Ey, eins für dich. Eins für mich. Ich sag ehrlich, das kann eigentlich nur gut schmecken. Wow. Aber das Ding ist, es ist immer zu wenig von so einem Maxi King. Es ist schon gewollt, damit du nicht übertreibst. Ja. Rein da. Auf euch. Göttlich, das ist revoltig. Wow. Aber ich schmecke was karamellisiertes. Ja. Was kameliges? Was kameliges? Diese Kamelgeschmack, die sind ganz neu limited. Ah, jetzt kommt die Füllung. Die kommt aber erst bei der Hälfte. Ne? Ja, ich lasse auf der Seite. Oh. Aber geil. Schmeckt nicht gut. 8 von 10. Auf jeden Fall. Ja.
Das ist eine gute. Diese Crispy Touch. Da drin. Ja, weil dieses Salted Caramel, das ist immer so, du beißt da drauf. Da sind so Mini-Stückchen. Also Meersalz. So, das so dein. Diese Caramel-Stückchen. Ja, genau. Mäßig. Ich glaube nicht. Boah, das ist schon leider zu gut. Ja, deswegen gebe ich meine Hälfte an einen von euch weiter. Ich vererbe das. Wer möchte das Erbe antreten? Also ja, ich opfere mich für euch. Ja, komm, ich opfere dich. Ein Ding hat 170 Kilokalorien, nein, oder? Ja, das kann schon sein. Deswegen sieht er auch so klein, mein Lieber. What the fuck? Mach doch jetzt nicht die Stimmung kaputt. Hat sich schon gefreut, der Kleine. Tut mir leid. Ich wollte das nicht so ein gutes Gefühl lassen. Jetzt kann ich nicht mehr. Das wäre für mich, glaube ich, so eine stabile 6. Für mich ist es eine 8 von 10. Eigentlich auch für mich. Ich habe mich nur nicht getraut. Sag das. Sag das. Es ist eine 8. Sag das. Ich habe es auch gesagt. Sag stolz. Das. Der Maxi-King war eine 8. Eine? 8 von 10. An diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. Oh mein Gott, das habe ich noch nicht probiert. Ich auch noch nicht. Was? Hey, das kennen wir doch. Adi hatte doch einige. Weil jeder hat schon so TikTok drüber gemacht, jeder hat schon probiert, aber ich noch nicht. Ich habe extra für dieses Video gewartet. Und zwar ist es das nur Red Bull Eis Vanilla Berry. Ich muss sagen, ich bin so ein Vanille Berry Fan. Das ist so krass. Und deswegen, ich sehe das überall. Und wir kriegen ja immer Red Bull, aber Human hat das nicht geschickt. Aber das kann man kaufen für 1 €. Ja, aber ich hab nicht. Ja, Influencer verwöhnt, ne? Nur noch das, was zugeschickt wird. Ich finde es. Nur das, was zugeschickt wird. Meine Lieblingsedition bis jetzt ist immer noch die Granatapfel-Edition. Ah, ich hatte Kaktus gesagt. Ich dachte, Kaffee. Kaktus ist, finde ich auch, war. Dann das dieser krass, grüne. Dusche. Ja, Kaktus war krasseste Red Bull. Ja. Nee. Doch. Okay. Oh, nee. Geil. Es riecht wie das Weiße. Coco Beere. Ja, Weiße, genau. Oder? Wie Coco Beere und dieses Pinke gemischt. Mhm. Ich sehe schon die Kommentare. Ihr trinkt aus einer Dose, was ist mit euch? Wir wohnen zusammen, Leute. Wir machen auch rum manchmal. Ja, wenn, der hat auch manchmal meine Unterhosen. Wenn es dunkel ist. Was passiert hinter der? Was im Haus passiert, passiert im Haus. Bleibt im Haus. In Erinnerung. Wenn die Jalousien unten sind, dann fangen die Partys an. Ja, oder? Wenn die Jalousien zu sind. Die Jalousien. Sprachen lernen, Bubble. Ich habe gerade schon gegeiert, weil du hast ja keine normalen Red Bulls mehr. Normalerweise kriegen wir welche zugeschickt, aber es gibt nur noch zuckerfrei hier im Haus und ich kann das nicht. Ja. Aber der hier mit Zucker? Ich weiß nicht. Also ich habe mehr von dem irgendwie erwartet. Es schmeckt fast 1:1 wie das Weiße, oder? Nee, wie so ein Gummibärchen. 1:1. Trink mal. Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär. Cringe. Ja, also für mich ist das eine 9 von 10, Bruder. Ja, für mich ist auch. Also muss ich sagen, 9 von 10. Ich hätte mehr erwartet, aber es schmeckt trotzdem smooth. Nicht zu sehr dieses zuckrige Ding. Ja, er kommt nicht so. Er kommt seicht. Er kommt so dieses. Er streichelt zuerst. Er kommt so dieses. So dieses. So. Das Geräusch ist auch wichtig am Ende. Ja, genau das habe ich hab auch verspürt. Gerade. Weißt du? Ja. 8 von 10. 8 von 10. Richtige Mitläufer. Eine neue, gute. Man könnte denken, wir werden von Red Bull bezahlt. Irgendwie ist sass. Hey, gib mir das nächste Produkt. Oh. Ist italienische Edition auch. Ein bisschen Ferrero-Produkt am Start. Und zwar Ferrero-Küsschen Brownie. Guten Freunden gibt man ein Küsschen. Weil ihr unsere guten Freunde seid, deswegen ging es an euch gerade. Carbonara. Oh, oh. Er ist zu mir geflogen. Er wollte mich, er hat mich ausgewählt. Okay, und das ist Haselnuss Brownie? Nee, Brownie. Aber wie steht die zu normalen Ferrero Küsschen? Finde ich so geil. Gut, oder? So gut, ne? Und die sind aber auch sehr gefährlich, muss man sagen. Also wenn man eins snackt, dann Minimum eine Etage wird diese zweite Etage, die wird auch auf. Ja. Alles wird auch geil. Wenigstens angeknabbert, so. Diese Haselnuss ist doch wirklich gönnig. Boah, das ist echt gönnhaft. Geil, das ist gut, ja. Wo ist ein Brownie-Geschmack? Ich vermisse es. Er erinnert mich irgendwie zu sehr an den normalen. Mhm. Wo ist jetzt der Unterschied? Okay, im Abgang kommt das ein bisschen, wenn man fertig gegessen hat, so. Sehr wenig. Aber ich sag ehrlich, also dafür, dass es eine Limited Edition ist, boah, tot, oder? Die normalen sind da, finde ich, besser. Ich schwöre, das sind die ganz normalen. Einfach anders verpackt. Anders Branding. Ich schwöre, die haben es einfach nicht. Man denkt nur, dass es Brownie ist, aber ist gar nicht. Vielleicht ist das gemeint, weil sie braun sind. Brownies? Nee. Nee. Braun? Nee. Braun. Die sind nie braun. Braun nie.
Ja, jedenfalls würde ich sagen, das Produkt kriegt von mir so eine 5, ja. Eine 5 würde ich auch sagen, weil es geht ja darum, dass es ein Limited Edition ist. Ja, da zeig doch, was kannst du. Und dann muss das auch so Brownie. Das ist das neue Ding. Ja, Brownie. Alles ist auf der Welt. Also ich surf mit dem Ding, wisst ihr, was ich meine? Ich finde auf jeden Fall, die OGs sind da auf jeden Fall geil. Also geschmacklich ist eigentlich eine 7 bis 8, aber ja, weil das eigentlich die Erwartung war, halt was Neues auszuprobieren. Limited Edition, oh, ey. Yeah. Er hat dich angelogen. Ich habe geguckt, überall in meinem Mund mit meinen Geschmacksknospen, da war nichts. Ach, neu, also zum Support. So. Sie haben es versucht, aber nächstes Mal machen sie es wirklich besser, nein, wirklich anders. Aber zum Support, so, ja, es war gut. Weiter so. Ich fühle mich verarscht, wie damals, als meine Mom sagte, ich werde noch wachsen mit 25. Ja. Das ist nicht passiert. Und genauso fühle ich mich gerade jetzt. Ich habe erwartet, dass hier etwas passiert. Du bist eher kleiner geworden wahrscheinlich. Das ist geschrumpft. Also, das ist, also das alles in andere Körperteile rein. Richtig, also man macht ja hier Minus und irgendwo anders Plus. Ja. Weißt du, das ist, es gleicht sich immer irgendwo aus. Mein Gehirn ist gewachsen in der Zeit. Zum Beispiel. Und andere Teile. Auch, hoffentlich, weiß ich nicht. Ja. Ananas, Kokosnuss, boah, was ist das für eine eklige Kombi? Und einmal Zitronencreme. Hier steht sogar, das ist Pina Colada-Style. If you like Pina Colada. Ich kriege gar nicht das Normale davon nicht mehr. Nicht reich. Oder früher habe ich das so gesucht. Ich habe gelöffelt, Junge. Am besten fand ich das mit Zimt. Oh. Ja. Oh, ja. Aber das Normale ging auch klar. Aber mittlerweile schmeckt mir das gar nicht, das Normale. Vor einer Woche abgelaufen. Ich glaube, sowas kann nicht so schnell ablaufen, oder? Du bist echt vor einer Woche abgelaufen. Aber ich hab's vor einer Woche gekauft. Guck mal. Jetzt hast du es aus deinem Kleinen. Warte mal kurz. Aber ich hab's genau da gekauft. Aber muss doch gut sein. Egal, geht rein. Auf Toilette müssen wir eh noch heute. Also, das ändert sich nicht. Ich finde, das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Echt? Mhm. Nach Pina Colada halt, ne? Scheiße. Ist gut. Sieht gar nicht appetitlich. Das ist leider gut. Leider sehr gut. Das ist leider gut. Guck mal den hier. Boah. Hä? Das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, wenn das abläuft, reift das auch ein bisschen. Entsteht so eine käsige Note. Das schmeckt mehr nach Käse als nach Zitrone. Doch, Cheesecake. Das ist doch Cheddar, oder? Das schmeckt ganz anders. Beides nicht schlecht. Beide sind geil irgendwie. Ich würde sagen, der ist ein bisschen geiler, diese Pina Colada. Und der ist Nummer 2. Ja. 90% recycelbar. Man kann uns jetzt wegschmeißen einfach. Nee, der ist gut. Einfach. Ja, voll. Das ist eine 7 oder eine 6 für mich. Also nicht übertrieben gut, aber gut, das hast du gedacht. Ich glaube, ich würde mich da anschließen. Ich gebe hiermit eine 6 und nämlich hiermit 4. Diese Zitrone, weil ich schmeckt nicht als Zitrone. Wo ist die Zitrone? Okay. Ich will mich wieder verarscht. Möge er Milchreis warm oder kalt? Warm. Warm ist muss geil, warm sein. Warm und dann so Zimt drauf und dann so Muskatnuss. Milchreis. Mit. Warm. Stop it. Get some help. Doch, ist empfehlenswert, Leute. Mhm. Checkt das aus. Lauft nicht zu Rewe. Rennt. Oh. Chocolate Chips Coco Choco. Ich sag ehrlich, Coco. Ich sag ehrlich, die waren echt früher richtig geil, ne? Coconut bin ich eigentlich gar kein Fan von, muss ich sagen. Ich bin auch gar kein Bounty-Fan oder was? So. Ich finde Bounty schrecklich. Raus. Mach mal das auf. Ey, what the fuck? Ey, oh mein Gott. Ist nicht so? Die haben wahrscheinlich 4 Jahre gebraucht, um diese Verpackung zu machen. Ja. Und du machst das? Guck mal, das ist doch so. Der Betriebe, also hopp. So. Liebe kenne ich nicht. Mein Herz ist aus Stein. Sieht das mit Liebe aus? Oh. Ab und zu kann man auf jeden Fall mal zwingen, aber ist jetzt kein Banger-Polo. Oh. 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 Hm. Kann ich mit Bounty mithalten? No. Ah, weiß ich nicht. Bisschen Gummi, so, ne? Das schmeckt nach Schimmel. Nee, das ist echt nicht gut. Also das ist wieder so ein Produkt, das kann man auch echt wieder in der Produktion lassen. Ne? Also diese Kokosnuss hat zusätzlich diese Gummisohlengeschmack. Mhm. So. Da fehlt auch die Motivation. Da fehlt so dieses, dass es rauskommt einfach. Es ist so flach einfach und da kommt nicht mehr. Man erwartet, aber da kommt nichts. Es ist eine 2. 2 auf Krampf. Auf gut gesagt. Sehr nett gemeint. Ich muss auch korrekt, korrekt. 2 auf mich. Das ist kein deutsches Produkt, Leute. Hier steht irgendwas auf irgendeiner Sprache, die ich nicht. Ah, es ist Englisch. Das ist doch noch eine andere Sprache irgendwo. Du bist so dumm, ey. Alles gut. Warte mal, ich hab gesehen. Irgendwo war eine andere Sprache. Warte doch mal kurz. Nee, es ist Englisch. 8 Pieces nur? Auf jeden Fall hat das, diese 8 Pieces,
8 Euro gekostet. Nein! Ah, doch! Du würdest mir sagen, einer kostet 1 Euro. Ja, deswegen genießt okay. das. Boah, ich boah, aber das alleine macht schon Erwartungen. Ja, also das muss gleich. Also muss. Aber es kann nur krass sein. Und hier steht zwar nicht Limited Edition drauf, aber die Jungs haben mich überredet. Das ist Gold. Ey, dass das 1 Euro kostet, das ist auch so klein. Ne? Das ist wie so ein. Guck mal, das ist wie so ein. Das ist ein. Es sieht aus wie dieser Schokobon. Sieht gar nicht mal so geil aus irgendwie, ne? Ich glaube, das war schon lange im Laden. Das ist ja Minimum ein Snack. Wir sind uns einig, oder? Den kann man den wirf machen. Ja, ja, aber 1 Euro vergiss nicht. Ja. Ich mach die Augen zu. In mir rein. Tschüss. Ich glaube, das schmeckt gar nicht mal so gut. Er ist gut. Ist okay. Boah. Nicht für 1 Euro. Jetzt habe ich es gefunden, guck mal. Ist gut. Maharaja India. Maharaja, oh. Da kommt das her. In Indien. Basmati, Baramati. Ich fand am Anfang erstmal komisch, aber dann wurde es besser. Boah, aber ich sag ehrlich, für 8 Euro das ist, nee, ist das ein kompletter Reinfall. Ja. Das ist, also, ja, voll. Also die sind also, lecker, aber nicht für den ja, Preis. Es ist so lecker, aber ich finde sogar normale viel geiler. Ja, ja, ja. Eine ja. Million Prozent geiler. Man kennt es ja, in anderen Ländern schmeckt die Schokolade oft ganz anders. Ja. Ne? Asiatische Länder, ja, Amerika, ja. Schokolade ganz ja. komisch. Auch diese Mr. Beast Schokolade, tote Bruder. Mhm. Und das schmeckt einfach nicht nach dieser gewohnten deutsche verwöhnte Zungenqualität. So, ich weiß nicht. Ich sag ehrlich, wenn man den Preis berücksichtigt und so, ne, also wenn man so dann ist all in all geht, ne? Dann ist das wirklich eine 3. Ja. Also nicht 3, also ich würde 5 sagen. Ja, eine 5 maximal, wenn man bedenkt, was das kostet. Ansonsten ja. hätte es 2 Euro gekostet, hätte ich gesagt, Misi. Ja, aber da sind nur 8 Stück drin, ne? Also wenn du einmal im Modus bist, du machst die Packung auf, da sind schon 4 weniger drin. Ich hab dich richtig verarschen lassen. Also das ist wirklich Scam, da hast du dich verarschen lassen. Es gibt bei Edeka so einen Extra-Abteil und die haben so Importware. Und da steht, wir verarschen dich. Ey, ich bin so enttäuscht, ne? Wo ich die gesehen habe, hatte ich so einen Bock, weiß noch gerade, ich so... Bruder. Er war wieder 12. Ich war wieder 12. Ich dachte, jetzt ist mein Moment. Ich dachte, das ist jetzt mein Moment. Ja, das Trauerspiel ist das. Ja. Alles gut. Wurde nicht so verarscht. Das ist, das ist ja auch wichtig. Es ist wichtig auch, dass die anderen Leute halt einfach sehen, dass einfach. Und damit die anderen Leute das einfach nicht kaufen. Deswegen ist es schon gut, dass wir das getestet haben, weißt du? Verstehe schon. Alles gut. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Yeah! Dr. Pepper Vanilla Float Freaky Vanilla Edition von Halloween. Halloween Edition. Ne? Hm. Ne? Ich bin kein Dr. Pepper Fan, muss ich sagen. Ich mag manchmal. Dr. Pepper heißt es. Weil du es nicht wusstest. Früher, ich war ein richtig Kranker. Ne? Ich habe mir 200 Dosen Cola Vanille geholt. Cola? Cola? Hä? Und ich habe diese Dosen in einem Monat ausgetrunken. Wie viele Dosen? 200? 200. Warte mal, ist der im Durchschnitt 6 am Tag? 7? 6 bis 7 am ja. Tag? Das ist ja. nicht okay. Okay. Es ist gar nicht so übersüß, aber der Vanillegeschmack wird immer schlechter, je mehr man davon trinkt. Ja, ich muss sagen, das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist es das nicht. Also, ich nehme alles zurück, es ist wirklich das ist Scheiße. Echt schlecht, ah. muss man sagen. Dieses Vanille ist so abgestanden irgendwie. Ich bin einfach nicht der Fan von diesen Getränken. Es hat einfach diesen American Taste. Dieses, ja, es ist genauso. Das steht in Amerika in irgendeinem so. Walmart. So schmeckt Amerika. Ja, ja, ja. This is America. This is America. Don't get you slipping. Lassen wir das. Das ist eine. Du. Also, nee, das ist eine 1. Das ist eine 1. Eins. Maximal, wenn ich nichts mehr zu trinken habe. Gar nichts mehr. Für das Packaging gebe ich eine 3. Das Kram. Ist eine 1. Für mich da 2. Das ist eine 1. Was ist das? Boah, die habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Geil. Weiße viele Schokolade. Bunte Smarties. Und Smarties, das weiße Schokolade. Weiß ich nicht. Freunde. Ich vertraue euch. Freunde, lieber Vollmilchschokolade oder weiße Schokolade? Schreibt jetzt in die Kommentare. Ganz Schreibt klar. in die Kommentare. Ich will sehen. Ganz klar die Darke. Ganz klar die Darke. Weiße Schoko. Das muss man aufreißen. In der Mitte. Ich hasse weiße Schokolade. Was? Das schmeckt einfach nach Fett. Nein! Nach Butter. What the fuck? Das ist weiße mit Nüsse drin. Von Lindt gibt es so kleine Plättchen, die sind so 2 mm oder so. Ah, kenn ich. Ja. Weiße Schokolade. Ja, ist Arsch. Boah. Ist absolut Arsch. Was? Nee. Das ist ein Genuss. Das ist Hammer. Das ist ein Genuss. Nimm doch mal gerne ein Stück hier. Lass mal kurz zeigen, wie das aussieht. Das sieht schon so unappetitlich aus. No, das wird gut. Das wird gut. Smarties und Schokolade ist allgemein schon so, weiß ich nicht. Ich muss das. Oh, nee. Tschüssi.
Weiße Schokolade hat einfach so einen komischen Eigengeschmack. Es ist eine Beleidigung, dass als Schokolade zugezeichnet wird. Vielleicht Butter. Chill, Opa. Das ist gut, wirklich, das ist okay. Erste Stelle Zucker, zweite Stelle Kakao und Butter. Ich weiß doch, was es schmeckt. Butter schmeckt ihm vielleicht. Ja, man schmeckt sehr, sehr viel Butter raus. Ich muss sagen, ich bin gar kein Smarties-Fan, leider. Ich mag auch nicht... Das Smarties sind nicht. Irgendwie... Ich weiß nicht, voll overrated. Die schlechten M&M's, oder? Also ich muss sagen, das ist für mich vielleicht eine 6 von 10, würde ich sagen. So gut. Schon. Ich 7. liebe weiße Schokolade. Was? Ja, ich gebe dir eine 7, Jose. Ich weiß schon, warum das limitiert ist. Die wussten selber, das ist so ein Trash. Das wird keiner kaufen. Ja, aber nee, Smarties, das ist auch... Es ist es nicht. Smarties schmecken nicht. 2 von 10. Was? Gavno. Gavno? Gavno, polnische. Genau. Und zwar ist es ein Kakaogetränk, extra viel Koffein und Cookies and Cream Geschmack. Cookies and Cream Geschmack? Ich vertraue nicht auf diese Scheiße. Ich glaube, das schmeckt nicht so gut. Lass mal shaken oder? Diese? Ich habe schon geshaked. Ah, okay. Klar. Riecht genauso wie der Rest der Kaffeenadel. Das Ding ist, seitdem ich diesen Rohkakao getrunken habe, muss ich sagen, das ist wirklich geiler Kakao. Ja. Und ich trinke das richtig gerne. Also es ist wirklich so, ich genieße den Kakao. Da kommt nichts dran. Und wenn ich wirklich normalen Kakao vergleiche, ist es tot, weil es ist wirklich nur Zucker. Nur Zucker schmeckst du. Also man schmeckt das wirklich. Man denkt ja die ganze Zeit, Kakao ist super süß, aber eigentlich ist Kakao bitter, Leute. Es ist bitter, extrem bitter. Aber es ist so lecker. Diese andere schokoladige Bitter. Und es riecht jetzt abends, immer im Winter, boah, Junge, da so ein Kakao, so schön warm, so. Wenn es kalt ist draußen. Aber irgendwie schmecke ich nie das heraus, was da wirklich drauf ist. Die Cookies, ne? Die Cookies, wo sind sie? Die schwimmen ganz am Boden. Ich glaube, da muss man shaken nochmal. Also wirklich. Also ich sag so, es ist eine 5. Eine 5. Eine 7. Eine 7. Aha. Immer anders. Okay. Aber trotzdem muss man sagen, nicht so geile Produkte im Endeffekt, ganz am Ende. Ne? Also ist nicht so krass. Ich glaube, das hat schon seinen Grund, warum die Limited Edition sind. Ich glaube, die testen das einfach. Das sind so Versuche, die sie machen. So quasi Marktforschung. Und dann merken sie, oh, kauft keiner. Ja, wir wollten eh nur limitiert. Ja. Wir wollten eh nicht mehr verkaufen. Wir wollten gar keinen Gewinn machen. Ich glaube, das Beste waren wirklich die Chips da mit Hummus. Und das Red Bull hat mich auch überzeugt. Okay, da bin ich jetzt noch nicht so tatsächlich. Das Beste von alles war ja ein Red Bull. Es tut mir leid, ich wollte euch das nicht angucken. Okay. Ich wusste ja nicht, was dann kommt. Okay. Leute, hoffentlich habt ihr trotzdem Spaß gehabt beim Zugucken. Und wenn ihr eins dieser Produkte kennt, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Schaut bei den Jungs vorbei, ihre Kanäle sind verlinkt. Hier und hier, alles in der Beschreibung verlinkt. Oh. Abonnieren nicht vergessen. Und hier diese Videos auch zu checken, die hier eingeblendet sind. Ansonsten, wir sehen uns in einer Woche wieder. Bis dahin bleibt ihr schön, gesund und gut drauf. Meine Lieben, arrivederci. Ciao. Das sind Daniel. Wie ist das freundlich? Cześć. Cześć. Na zdrowie. Hej! Hermann! Bist du nicht Dima Kozlowski? Von den Außenwärtern? Bist du nicht dieser Herbert?